Gegeben ist das allgemeine Dreieck ABC mit AB gleich 5 cm, Winkel ACB gleich 30 Grad und Winkel BAC gleich 50 Grad. Berechne die Länge der Strecke BC. Wir haben ein allgemeines Dreieck gegeben und kennen ein paar Größen. Wie hier angegeben, die Strecke AB ist 5 cm, der Winkel ACB ist 30 Grad und der Winkel BAC ist 50 Grad. Und die Länge der Strecke BC soll ausgerechnet werden. Dafür zeichnen wir uns erstmal eine Skizze auf, um zu wissen, wo liegen die Winkel bzw. die Seiten. So, in diese Skizze trage ich jetzt alle bekannten Größen ein. Die Strecke AB mit 5 cm, der Winkel ACB, also dieser hier mit 30 Grad, und der Winkel BAC, das ist der hier mit 50 Grad. Und ich will wissen, wie lange ist die Strecke BC? Um im allgemeinen Dreieck Winkel, Größen oder Längen von Strecken zu berechnen, gibt es zwei Sätze, die dafür in Frage kommen. Einmal der sogenannte Sinussatz und einmal der Kosinussatz. Jetzt gilt es zu überprüfen, welcher dieser beiden Sätze funktioniert denn. Dazu muss man sich natürlich überlegen, wie funktionieren die Sätze. Für den Kosinussatz zum Beispiel brauche ich drei Seiten und einen Winkel. Wenn wir unsere Skizze mal anschauen, ich kenne eine Seite, die zweite Seite ist gesucht, aber über die dritte Seite weiß ich gar nichts. Das bedeutet schon mal automatisch, der Kosinussatz fällt raus. Schauen wir den Sinussatz an. Für den Sinussatz brauche ich zwei Seiten und ihre gegenüberliegenden Winkel. Ich habe hier die Seite AB, die ist bekannt, und der gegenüberliegende Winkel ist 30 Grad, der ist ebenfalls bekannt. Außerdem will ich die Seite BC wissen, also die ist gesucht, und gegenüber der Seite BC liegt der 50 Grad Winkel. Also ist hier der Sinussatz anzusetzen. In der Formelsammlung finden wir den auch auf Seite 30. Und heißt dort allgemein Seite A geteilt durch den Sinus Alpha ist gleich B durch den Sinus Beta ist gleich C durch Sinus Gamma. Also die Seiten geteilt durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels. Ich fange jetzt immer so an, dass ich mit der unbekannten Seite anfange, dann brauche ich nachher weniger Zeit zum Umformen. Also, ich will die Seite BC wissen, wie groß ist die. Dann ergibt sich BC geteilt durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels. BC liegt also der 50 Grad gegenüber. Ist gleich. Und wenn ich hier mit der Seite anfange, muss ich auch im nächsten Teil mit der Seite anfangen, also mit AB ist 5 cm geteilt durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels. Und das sind hier die 30 Grad. So, jetzt habe ich hier wieder eine Gleichung mit einer Unbekannten drin. Die kann ich zum Beispiel über den Solver lösen. Aber wir machen das jetzt nochmal per Hand mit Hilfe der Umformung. Um BC alleine stehen zu haben, muss ich dieses Sinus 50 Grad auf die andere Seite bringen und das erreiche ich, indem ich die komplette Gleichung mit mal Sinus 50 multipliziere. Dann erhalte ich BC ist gleich 5 cm. Geteilt durch Sinus 30 mal
Sinus von 50 Grad. So, diesen Teil, den kann ich jetzt ganz normal in meinen Taschenrechner eingeben. Also, 5 geteilt durch Sinus von 30 mal Sinus von 50. Dann klicke auf Enter und erhalte den entsprechenden Wert für meine Strecke BC, also ist gleich 7,66 cm. Und wir sind fertig.